Yo, wir sind hier wieder auf einer wichtigen Mission unterwegs durch den Streets. Wir machen gerade ein paar Geschäftstermine und jetzt wollen wir uns kurz was zu Food holen. Und da sind wir auf eine geniale Idee gekommen, weil ich habe krassen Hunger. Ich glaube, du auch. Ja, mega, ich schwör. Wir werden uns jetzt den krassesten Burger ever bestellen. Den allerkrassesten. Da könnt ihr für einiges gespannt sein und ich sag mal so. Der wird uns umbringen heute. Ich werde krasser. Ich werde den krassesten bestellen, den es gibt. Ich bin der krasseste Burger. Ich schwöre, ich werde gewinnen. Nein. So. So. Leute, ich werde noch 500 Euro. Okay, ich werde den krassesten. Okay, beste. Aber yo, ihr werdet sehen. Ihr könnt mit fiebern. Habe ich den fettesten Burger und 500 Euro. Ich erinnere. 500 Euro werden natürlich gespendet. Ich werde. Ja, an Gucci, an die Gucci Company, genau, das da spenden wir das Geld. Naja, okay. Ich mag Geld, ich kann damit alles kaufen, ich mag Bit. Jo, wir haben jetzt bestellt, wir warten jetzt auf unseren Burger. Ich habe bestellt mit 6 extra Buletten, das hat der junge Mann hier nachgemacht. Das heißt, dass unsere Wette jetzt geändert werden muss, das ist nicht mehr die Frage, wir haben es gleich bestellt, ich sag mal so. Der das auch aufhält, der kriegt die 500 Euro, okay? Okay, fix. Machen wir so die Wette. Also schon mal 500 extra Euro. Ich frage mich halt nur, wo Medimani die 500 Euro hernehmen will, ne, meine Freunde? Mois, soll ich dir erzählen? Ja. Greif in mein Portemonnaie. Greifst in dein Portemonnaie. Siehst die Leere und dann gehst du gleich mal in mein Portemonnaie. Ja, dann glaubst du. Ja, der lebt so. Das ist also der Burger. Schaut ihn euch mal an. So, der sieht natürlich schon mächtig aus. Das schön. So steht an. Schon eine beträchtliche Größe, sag ich mal. Und der ist auch. Das kommt von meiner Hand. Der sieht schon echt riesig aus. Wenn ich mal so meine Hand daneben mache, damit ihr mit dem Vergleich seht. Das ist schon ein heller Bild. Oh, der ist fucking schwer, ich schwör's. Fuck. Das ist wie so eine Bowlingkugel, fast schon. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Okay. Dann machen wir, wie wir auspacken. Mach mal aus. Oh, fuck, Moin, fuck. Schaut euch das an, Leute. Das ist ja wieder Okay. Zähl mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einmal, okay. Also meins, ich packe mal aus. Dann machen wir das gut auf Wasser. Ja, bitte. Hier ist der schöne Papa. Lachkick. Kann sehr gut schmecken, glaube ich. Okay, na gut. Was geht denn wieder jetzt an? Das ist übertrieben, ich weiß. So, also. Moin, der das nicht auf ist. Moin, fuck. Ich schwör's dir, das geht nicht. Lach dich. Da ist schon wieder Licht. Merkt sehr gut. Schon freudig. Mois. Wir müssen das halt leider aufessen. Fuck. Ich glaube, ich tue ein paar runter und esse sie nacheinander. Ja, oder? Das ist wirklich too much. Leg ich mal daneben, dann esse ich das Step by Step. Wie viel lang hast du runtergemacht? Der bricht sich schon auseinander. Das ist so laut. Ich glaube,
das extra Käse war zu viel. Deswegen werde ich das nicht schaffen. Ja, das extra Käse ist. Hätte ich den Käse weggelassen. Voll. Ich mag Geld. Ich kann damit alles kaufen. Ich mag Bitch. Boah, ich weiß, was ekelhaft wird. Das scheiß pure Fleisch zu essen. Pizza mit. Glaubst du, wir haben uns übernommen? Noch habe ich Hunger. Ich weiß, wir sind die Besten, lass es mir. Boah, das ist widerlich. Du mich fettig, der Scheiß. Das ist ganz scheiße. Das Papier ist voll fettig. Das ist mit Öl. 180 km am Turbo. So. Ein bisschen ist noch was übrig. Boah, ich komm. Ich hol mir jetzt ein bisschen meinen Burger. Tief in den Mund, nehme Lese. Kommt es hier in die Mayonnaise. Ja. Schmeckt echt in Kotzen, oder? Das schmeckt wirklich gar nicht voll. Okay. Ich habe einen Burger aufgegessen. Jetzt habe ich nur noch das Fleisch. Wie viel hast du noch? 3 Scheiben. Boah, ich habe mehr. Boah. Ja, du hast 4 runter gemacht. Ich hab nur 3 runter gemacht. Alter. Na. Weil ich schon gewusst, dass du das so widerlich mit dem scheiß mit Fleisch. Ich meine, der Burger schmeckt ja so schon wie krass. Ich kotze gleich. Die Situation wird langsam kritisch, meine Freunde. Nimm mal die Kamera und zeig, was du noch hast. So, hier, alles aufgegessen. Hier habe ich jetzt nur noch 3 Lagen Fleisch. Pommes. Die müssen halt noch runter. Ich esse jetzt mit Fries zusammen, vielleicht schmeckt es dann. Ich ruf die Müllabfuhr. 3 Lagen Fleisch. Das bringt mich emotional an meine Grenzen, meine Freunde. Ich werde das mir nicht so ekelhaft vorstellen. Ich kann damit alles kaufen. Ich mag Bitches. Ich mache mir jetzt einen Burger aus 2 Buletten. Oh, ich habe eine gute Idee. Schau, das nimmt nämlich den Geschmack. Wenn man die Pommes einrollt in Ketchup und ja, dann auf, ja, die, ja, auf die Bulette rauflegt. Weil das ein bisschen diesen ekelhaften Geschmack von der ekelhaften Bulette. Schaut euch jetzt diesen Burger an. Halt einfach so wie so pures Hackfleisch. Fuck. Unscheiße, das ist so schlecht. Ich verfluche gerade mein Leben. Ich habe mich davor nicht so lange gegessen und jetzt auf einmal so boom. Ich habe heute nur einen Fitnessriegel gegessen und einen so Mario Park. Ich heute Morgen nur gefrühstückt. Ich ein Brötchen gegessen. Und das war's. Und wir haben jetzt die Uhr 38 oder so. Ah ja, nützt ja nichts, ne? Was? Du hast aber noch Burger. Stück nicht sagen. Na? Du hast doch noch Burger, Mäus. Ich hab den auch aufgegessen. Ich schwör's. Mäus, ich möchte das nicht mehr essen. Der junge Mann hat da noch ein Stück Burger.
den muss er auch noch aufessen. Den wollte er da so unterschmuggeln. Das heißt, ich den nicht sehe, aber den sehe ich schon, Mäuse. Das muss runter. Ich mag Geld, ich kann damit alles. Wie ungesund glaubst du, ist es? 5. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ein paar Buletten. Ich habe halt im Gegensatz zu dem jungen Mann schon viele Fries gegessen. Naja, da ist mal halt noch ein Burger. Oh, ich glaube, meine Fries sind auch gar nicht so. Ich überlege, ob ich mir vielleicht noch einen Dip holen soll. Oder so. Es ist ein spannendes Duell. Es ist ein sehr spannendes Duell. Wenn du es schaffst, haben wir gesagt, und ich nicht schaffe, gebe ich dir 500 Euro. Aber, Rewrap, ich lege nochmal 500 Euro drauf. Na, jetzt ohne Scheiß, ich schwöre wirklich. Ich gebe dir wirklich 1000 Euro, wenn du aufgegessen hast, rübergehst zum Dönerbiss und dir noch einen Döner reinhaust. Wenn du dann auch noch einen Döner frisst, weiß ich, schwör's, ich gebe dir sofort 1000 Euro. Das klingt ja sehr verlockend. Andererseits weiß ich nicht mal, ob ich meins hier wirklich aufessen kann. Naja, Mois. Ich weiß. Halt überlegen. So nötig habe ich die 1000 Euro nicht. Dass ich mein Leben dafür aufs Spiel setze. Ich habe wirklich gedacht, ich könnte es essen jetzt, ohne Spaß. Ich habe wirklich gedacht, ich dachte, so easy. Das war mehr, als ich dachte. Es ist. Und es ist wirklich. Ich finde, es ist so, Mois. Ich würde es theoretisch wirklich schaffen und so, dies, das, aber das Problem ist einfach, dass wenn da so 6 Lagen Fleisch sind, das schmeckt einfach ekelhaft. Aber. Oh. Ja, aber du meinst, wir können ja nicht einfach Essen liegen lassen. Ja, wir müssen das irgendwie runterkriegen. Ja. Ob wir wollen oder nicht. Dafür können wir jetzt mal vorbei. Das erinnert mich gerade an Galileo. Kennst du das, wo so dieser Jumbo versucht, die größte Pizza der Welt allein zu essen? Jumbo ist wirklich guter Mann. Ich ahne den krass. Ja, der ist so fett und der ist so cool, ich schwör's, ich ahne den. Ich ahne, dass er so fett ist. Aber manchmal hasse ich das, wenn dann so, ja, Jumbo, die ist das. Und dann guckt er irgendeine Scheiße, irgendwelche Restaurants und so in der Küche. Der soll immer sowas mit Fastfood, so fette Sachen essen und so. Jumbo, das fette Schwein. Wenn du das siehst, schau doch an dich. Guter Mann. Die ist Bruder. Ich mach auch mit. Wir beide fordern dich heraus, Jumbo. Wie fette Schwein. Wer schafft mehr Burger? Wir machen es diesmal mit Cheeseburgern von McDonald's. Ja, weil es geht nicht darum, dass man es nicht essen könnte, sondern darum, dass es so scheiße schmeckt. Deswegen lieber separate Cheeseburger, die kann man alle runterfuden. Ja. Machen wir so, wer schafft mehr? Wir drei natürlich. Und der Gewinner. Und der Gewinner kriegt eine Yacht. Kann der Vetter sich nicht leisten. Mit seinem Pro7-Gehalt, Mois, dann kriegt er so 500 Euro. Nein, aber das Battle wird live ausgestrahlt auf Pro7. Ja. Und der Gewinner kriegt von Pro7 100.000 Euro. Ist ein Deal. Das ist ein Deal. Das Battle heißt dann auf Pro7 die coolen Gangster-Rapper machen ein S-Battle. Oh, weißt du, wo gibt's nicht? Das ist nicht so relevant. Was ist das für ein Tier? Die Elefant. Ja, aber so ein fettes Elefant. Also, pass mal auf, Jumbo. Jumbo, oder wie wir dich nennen, Jumbo. Das Battle anzunehmen. Pro7 soll das ausstrahlen. Also, Dumbo. Mach dich auch was gefasst. Okay, ganz ehrlich, ich sag, Rewrap, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Ich noch was. Komm, Bro. Du hast deinen Burger mir untergejubelt. Ich will das Wort Burger nicht mehr hören. Yo, das ist jetzt das offizielle Statement. Wir haben beide verloren. Ich
finde, Medimani hat eigentlich verloren, aber er will sich einsehen. Ja, ich finde, du hast verloren, weil ich habe viel mehr gegessen als du. Wenn man es korrekt betrachtet, habe ich gewonnen. So. Ja, das meine ich. Also er ist komplett uneinsichtig. Er versteht es nicht, dass ich der Sieger bin in Wirklichkeit. Und ja, deswegen ist hiermit meine Zusammenarbeit mit Medimani für immer beendet. Ich möchte auch gar nicht mehr mit dir zusammen. Ja, komm, oder? Ja, also, ja, war schön, Freunde. Scher dich weg. Yeah. Na ja, okay, ich sag so, ich gebe ihm noch eine Chance. Na komm, Bro, ich gebe so. Dir noch eine Chance. Weil ich weiß. Und an die Kinder da draußen, macht das nicht nach. Wir müssen jetzt auch wieder wichtigere Geschäfte machen, so dieser Kinderkram. So, der bringt's ja nicht. Ach so, genau. Holt euch mein neues kostenloses Mixtape Pablo Jüngling. 1.1.2017, glowupthenarrowgang.com, free download. Pablo Jüngling, das beste Mixtape der Welt von mir, denn ich bin der beste Rapper der Welt. Ey.